RCRT Duisburg lobend erwähnt. Also ich muss sagen, die Jungs haben wirklich einen Top-Job gemacht. Die machen noch weiter einen Top-Job. Wir hatten ja ein bisschen technische Probleme, aber kein Problem. Die Jungs und die Mädels, also das ist eine super Truppe hier. Und da darf man auch mal herzlich Dankeschön sagen. So, dann sind wir schon beim Team. Wir fangen an, also Rennleiter hat der Frank euch schon gesagt, ist meine Wenigkeit. Die Zeitnahme macht der Uwe Baldes. Der DMC-Offizielle hat mit euch gesprochen, das ist der Frank Morgenstern, und unser Schiedsrichter ist der Herr in Blau rechts neben mir, von euch aus links, der Rainer Wiesweg. In der technischen Abnahme haben wir den Tom Bortmann, den Erwin Heusgen, den Dirk Weingran und den Peter Sieben. Und dann haben wir ein paar Sportkommissare, ich habe dazu erkoren, da werden einige jetzt sagen, wieso, ja, weil ich kann. Und zwar der Marcel Felsmann für den Sportkreis 2 Nord, der Mirko Morgenstern für den Sportkreis Ost, Kim Sitensky für den Sportkreis Süd, der Klaus Hürtgen für den Sportkreis West und der Olaf Stein für die Mitte. Da gibt es noch keine Widerrede, ihr wisst, was euer Job ist, eventuell, aber dann komme ich auf euch zu. In der Küche haben wir die Mädels, die Tanja, die Astrid, die Karina, die Peggy, die Pia, das sind mit die wichtigsten Personen. Als Ersthelfer haben wir den Björn Bosch und den Tolli Tollmann. So, dann gehen wir mal los zum allgemeinen Teil. Ich fange mal an mit der DSGVO. Das ist ja immer noch lästig, aber das habt ihr auch mit der Ausschreibung anerkannt. Wir werden Videos machen, Livestreams, wir werden Pressartikel machen, wir machen Fotos, wir werden darüber alles veröffentlichen. Das habt ihr alles mit der Nennung eingesehen und da habt ihr euch einverstanden erklärt. Wer nicht will, ganz hinten ist ein Tor, da kann man rausgehen, kein Problem. Zu den Corona- und Hygienemaßnahmen muss man auch noch was sagen, die habt ihr ja alle bekommen schon. Aber der Form halber, der Mindestabstand von 1,50 ist immer einzuhalten. Sehr gerade, wunderbar, klappt super. Bei Unterschreitung, ich muss sagen, gilt Maskenpflicht. Deshalb sollte auch jeder Teilnehmer eine Maske wenigstens bei sich tragen. Aber definitiv, da werden wir drauf achten. Auf dem Fahrerstand und auf den Treppen rauf und runter gilt definitiv Maskenpflicht. So, Rotationssystem, in den Vorläufen verzichten wir drauf, wie bei jeder DM. Wir starten dann jeweils nach der aktuellen Rangliste. Dann sind wir bei den Helferposten, die Geschichten an der Strecke. Wir machen bitte keine Reparatur durch die Helfer, weil dann vernachlässigen sie ihren Posten. Leute, wenn mal einer reindrückt, ohne hinzugucken, ist das okay, aber fangt nicht an zu reparieren und lasst andere Autos dafür liegen, das geht gar nicht, machen wir nicht. Es kommt auch kein Helfer von außen auf die Strecke gejumpt, weil der Papa ist und sieht, wie sein Sohn, Kind, Mädel, Tochter, egal, auf dem Deckel liegt. Nein, läuft nicht, Dirk, auch du nicht, ne? Machen wir nicht. So, Helfer, die rauchen nicht, auch keine E-Pfeife, du bist ja jetzt noch kein Helfer. Ja, und die haben auch kein Bier in der Hand und 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start von Fahrzeug 1, Fahrzeug 2, Fahrzeug 3, Fahrzeug 4, Fahrzeug 5, Fahrzeug 6, Fahrzeug 7, Fahrzeug 8. Fahrzeug 9, Fahrzeug 10, 1, Start von Fahrzeug 1, Fahrzeug 2, Fahrzeug 3, Fahrzeug 4, Fahrzeug 5,
Problem.
Das ist mein Fehler, das ist mir unterlaufen. Denn der Lennart ist Dritter geworden in der Gib mir jetzt die Faust. Okay? Der Lennart ist Dritter geworden in der Jugendwertung. Nicht der Noah.